Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Die Gilde 2, die Seeräuber der Hanse. Ja, wir stehen hier vor unserem Anglerhäuschen, Fischerhütchen besser gesagt, es ist schon aufgestiegen, mit einigen Blessuren, denn wir wurden ja im vorigen Part ordentlichst vermöbelt, gleich von 6 oder 7 Kämpfern. Das Ganze ist so unglaublich. Einfach unglaublich. Frauchen, ich schau mal, ob sie auch jemanden anzeigen kann. Vielleicht geht es dann ja schneller. Wenn es nicht einer macht, sondern zwei. Dann bekommt sie auch mal wieder frische Luft. Es ist unglaublich einfach nur. Wie schaut es denn hier überhaupt aus? Lalala, 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 lalala. Okay, uns geht die Sumpfwurzel ist uns ausgegangen. Da müssen wir dringend sammeln gehen. Ganz dringend sammeln gehen. Bitte. Wir haben noch 4 Medizinflaschen. Das geht noch ein Weilchen. Essen. Wie schaut es mit Essen aus? Da kann man auch ein bisschen was hergeben. Den Fisch bringe ich mal zum Markt, bevor er noch verdirbt. Meine Füße tun weh. Ah, stell dich nicht so an. Wenn es uns besser geht, dann können wir uns eine Kutsche leisten. Und dann hast du nicht mehr Füße weh, dann gibt es auch keinen Jammern mehr. So. Frauchen, bist du schon da? Sehr gut. Anzeigen. Die Klingendussi. Gneisner. Alter, die Liste ist unendlich. Die Klingendame. Ich habe Beweise für die Straftaten dieser Person. Ich verlange einen Prozess. Das Gericht wird die Person vorladen. Erscheint bitte pünktlich zum Termin. Gut, das funktioniert. Eine Anklage eingereicht. Das funktioniert. Da können wir es doppelt so schnell machen. Und dann werden wir alle da ihrer gerechten Strafe zuführen. So. Elisabeth Wiegbald, ihr habt soeben Charlotte in Danzig wegen Einverbrechen angeklagt. Der Prozess wurde für 9 Uhr im Winter 1460 angesetzt und findet im Sitzungssaal des Rathauses statt. Sollt ihr nicht pünktlich zugegen sein, so verfallen all eure Beweise gegen Charlotte Klingen. Wir werden pünktlich sein. Sofern wir die ganzen Drecke überleben. Sich Regen bringt Quatsch mal mit dir. Ich muss dann dringend ins Krankenhaus. Ich glaube, das geht sich aus. Ja. Und renovieren. Gebäude renovieren. Wollt ihr die Renovierung des Gebäudes Fischerhütte Seemannsgarn für 300 Goldmünzen vornehmen? Bitte gerne. Und ins Spital möchte ich auch. Das geht sich noch aus. Schau, wie die mich verfolgt. Ich glaube, sie sehe dich nicht. Wer bist denn du? Palitsch wieder. Es ist unglaublich. So. Und unser Töchterchen. Da weiß ich jetzt gerade nicht. Muss ich ein bisschen sparen und warten. Seife wäre auch nicht schlecht herstellen. Charakter. Ein Gebäude wurde renoviert. Aha, das darf man nicht mitnehmen. Okay. Dann wäre es gut, meine Gute, wenn wir ein bisschen Quacksalbern tun würden. So während Papa dann wieder da ist. Also gesund ist, so muss ich sagen. Was wird denn jetzt? Töchterchen, komm mal raus. Vor die Tür, meine ich. Wir müssen da, nein, nicht angreifen, aber hier mal her mal. Alter, das ist ja unglaublich. Nein, nicht verkaufen. Ein Gebäude wird angegriffen. Hier bin ich. Ardua prima via est. Stadtwache. Ihr Angestellten, lauft nicht weg. Ich brauche euch. Was soll das? Ich bitte helf mir kämpfen. Mache mich ans Werk. Du auch bitte. Alter, der Wind geht. Oh.
sind regelrecht ein kleiner Sturm. Ich muss Sekundenkleber holen und mich am Sitz festkleben und den Sitz auf dem Boden, nicht dass wir abheben. Ihr bemerkt einen herrlichen Duft. Elisabeth bemerkt an Sebastian Sawatzki einen herrlichen Duft. Ach, wenn doch nur mehr Leute so gut riechen würden. Wenn dieser Trottel nur endlich abnippeln würde. Jetzt verreckt doch endlich. Gibt's doch nicht. Ja, Gott sei Dank. Euer Gebäudekrankenhaus zur Amputation wird von Kämpfen der Familie Paulmann angegriffen. Und die fanden wir mal so nett. Gebäude verkaufen, evakuieren. Gardealarm, Stufen, ich will es renovieren. Gebäude niederreißen, ich bin zu spät, oder? Kann man das jetzt nicht mehr reparieren? Wahrscheinlich würde Gebäudestufen noch gehen. Das ist echt dämlich. Das leibliche Wohl ist ein gewichtiges Gut. Ans Werk! Ist da noch so ein Krüppel, der angreift? Eh nicht. Euer Gebäude Fischerhütte Seemannsgarn ist nun vollständig renoviert. Toll. Und dafür unser Krankenhäuschen nicht. Ihr wurdet ermordet. Klaus Wiegbald wurde soeben kaltblütig von Peter Palitz erschlagen. Beati Pauperis Spiritu. Okay, jetzt brennt der Hut. Klauschen! Und ich merke gerade, ich Vollidiot. Ich habe vergessen, mir einen Mann zu suchen. Ich muss mir noch einen Mann suchen, es für lauter... Na dann mal los. Da greift er schon wieder an. Hier bin ich. Ich glaube, das hier war ein blöder Platz. Cui bono? Ardua prima via est. Ego sum... Ich glaube, unser Krankenhäuschen wird es nicht überstehen. Das kann ich nur mehr niederreißen. Ich fürchte sowieso, ich muss den ganzen nochmal, das Ganze nochmal spielen. Ich hoffe nicht. An die Arbeit. Und nun? Jetzt ist der Papa gestorben. Na dann mal los. Ja. Und wo bleibt die Garde? Hallo? 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 Ja. Ja. Ich bin sprachlos. Jetzt ist der Papa gestorben. Kläuschen ist gestorben.
Alter, jetzt stirb doch endlich. Drostowski. Alter. Alter. Aber. Bitte. Was kann ich für euch tun? Hopfen und Malz. Errare humanum est. Diese Rattenplage raubt mir den letzten Mal. Und die Mama steht da hinten. Mama, tust du bitte mal den aufs Goschel hauen? Nur ein bisschen. An die Arbeit. Was wollt ihr erledigt wissen? Errare humanum est. Es ist schrecklich. Renovieren. Wir haben nicht das nötige Geld. Meh. Ach, das läuft überhaupt nicht gut. Die wollen uns ausrotten, ey. So viel zum Anzeigen. Ja. Ich muss dringend was gegen die Naga tun. Euer Duell findet in Kürze statt. Schnell dorthin. Ich freue mich. Fischerhütte, Haus, Markt von Danzig, nochmal Danzig. Ich glaube, wir können, wenn die Mama jetzt auch noch stirbt, beim Duell, dann können wir unser Brüderchen mit ins Team nehmen und dann müssen wir dringend schauen, dass wir uns beide einen Partner suchen. Ich hoffe, es gibt noch irgendjemanden, der sich mit uns abgeben möchte. Renovieren. Ja, bitte. Genau, Talente wollten wir uns auch anschauen. Ich bin schon ein bisschen Debris. Gut, Dynastie. Also, Level 4, was gibt's denn hier Feines? Zum einen hätten wir zur Auswahl vorbildliche Eltern. Ihr seid eine ganz und gar vorbildliche Mutter oder natürlich auch ein Vater. Ihr nehmt euch Zeit und lehrt euren Kindern alles, was sie zum Leben brauchen. Jedes eurer Kinder erhält mit 12 Jahren einen Erfahrungsbonus von 250 EP. Sehr schön. Kamasutra-Meister. Ihr seid der geborene Liebhaber und ein wahrer Meister des Kamasutra. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kinder zeugt oder bekommt, steigt erheblich. Darüber hinaus bringt euch diese spezielle Fähigkeit beim Werben um das andere Geschlecht schnelleren Erfolg. Anführer. Ihr seid in einer Beziehung ein Vorbild für eure Angestellten. Sie schauen zu euch auf und nehmen es euch nicht übel, wenn ihr sie zurechtweist. Oder äußersten Einsatz verlangt. Setzt ihr die Maßnahme Arbeiter antreiben ein, so erleidet die Tochter. Ja? Ein Gebäude wurde renoviert. Entschuldigung. Was steht da? Ja? Wollt ihr Tietma wirklich in eure Gruppe aufnehmen? Unbedingt. Ich muss dringend was gegen die Nagel tun. Wie alt bist du eigentlich schon? 36. Die
schlafen alle. Sie nicht. Da geht sie. Ist scheinbar ziemlich müde. Wir machen jetzt da ganz was anderes. Wir schauen uns das mit den Talenten mal später an. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass unsere Dynastie nicht ausstirbt. Mann, das ist ja wieder langsam voll spannend. Ihr habt keine Zeit. Warum, was tut er denn? Soll ich helfen? Sich Regen bringt Segen. So, jetzt wirst du wohl Zeit haben. So, nochmal. Warum liegt die jetzt am Boden? Ist die betrunken? Ich glaube, die hat sich... Ihr wurdet angesprochen. Elisabeth, wollt ihr versuchen, einen kleinen Vorteil herauszuschlagen und nur 9 Schritte zu gehen, um so beim ersten Schuss einen Bonus auf eure Genauigkeit zu erhalten? Das habe ich nicht nötig. Schattenkunst. Ja, die sind nicht nett. Wir sind jetzt ein Arschloch. Wenn wir Pech haben, sterben wir sowieso. So, jetzt habe ich das Frauchen wieder verloren. Eine Dynastie ist ausgestorben. Ja, wir gleich. Ihr wurdet angesprochen. Elisabeth, was wollt ihr in dieser Duellrunde tun? Langsam. Schnell schießen, Kampfkunst. Zielen und schießen. Lässt, um den Gegner zu verwirren. Versuchen, beim Schuss auszuweichen. Schnell schießen. Hoffentlich überlebt ihr das. Boah. Sie ist heuer gegangen, oder? Sie sind alle schlafen gegangen. Kläuschen, wie schaut's bei dir aus? Pff, 900 Punkte. Empfern die Rhetorik, Politik, das brauchen wir dann nicht so wirklich. Rhetorik, Werbung, Ehe, Geliebte, das ist wichtig momentan. Ihr wurdet angesprochen. Elisabeth, was wollt ihr in diesem Teilrunde tun? Schnell schießen. Eine Dynastie trauert. Hey, ich wollte draufklicken. Ja, ich bin ein Noob. So. Level 2, wir wissen es wieder, gebildet. Pff, das ist echt eine harte Nuss gerade. Ihr wurdet angesprochen. Schnell schießen, habe ich doch gemeint. Schnell schießen. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Landherrin Gabriela Paulmann hat heuer die Umsatzsteuer in Danzig auf 15% festgelegt. Herzlichen Glückwunsch, Dietmar Wiegbald ist um eine Stufe aufgestiegen. Christian Kowalski hat aus der Dynastie Kowalski ist heuer gestorben. Herzlichen Glückwunsch, Dietmar Wiegbald ist um eine Stufe aufgestiegen. Heuer ist die und die Mama ist gestorben. Heuer ist die Dynastie Kowalski ausgestorben. Sie stellt nun für euch keinen Gegner mehr dar. Euer Gebäude Krankenhausamputation hier ist nun vollständig renoviert. Hilft mir nur nichts mehr. Eldrid Wiegbald wurde soeben kaltblütig von Reinhard Schwegel erschlagen. Ich bekomme die Krise. Das läuft gar nicht gut. Ich habe ein Déjà-vu. Bei meiner ersten Runde ging es mir auch nicht so gut. So. Badabam. 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 Diese Rattenplage raubt mir den letzten Nerv. Gut, Schlachtplan muss her. Was ist jetzt? Gneisner möchte mit euch einen Beistandspakt eingehen. Annehmen. Was? Warum?
Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Die haben jetzt nur unsere Eltern gehasst und uns mein Schwesterchen. Diese Rattenplage raubt mir den letzten Nerv. Alter, wir brauchen dringend ein Frauchen. Frauchen! Frauchen, Frauchen. Wen nehmen wir denn? Wer mag uns denn? Oh! Wie alt ist die schon? Gar nicht alt, 18 Jahre jung. Die mag uns. Die mag uns ja voll. Die studiert gerade. Die studiert gerade. Boah, aber 18 Jahre ist doch ein bisschen jung, ne? Ich bin doch schon ein alter Kerl. Die steht auf Ältere. Nicht schlecht. Mein Korn ist nicht verschimmelt. Gut, ja. Damit ist der Part auch schon wieder zu Ende. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!